Hallo Leute, willkommen bei meinem LS19 Let's Play Alles Größer in Altkirch. Begleitet mich bei meinen Abenteuern im Elsass und erfreut euch mit mir an großem Gerät und weitläufiger Landschaft. Dies ist Teil 34 und hier stehen wir bei unserem Wald mit den selbstgemachten Hackschnitzeln und die können wir jetzt zur Kohlefabrik bringen oder Kohlezeche, obwohl eine Kohlezeche ist, glaube ich, was anderes. Das ist wohl eher sowas, wo man in der Erde nach Kohle gräbt. Aber wir gucken mal, wo das ist und ob wir vielleicht zwischendrin mal kurz bei... Ich hüpfe mal kurz zu Brunhilde. Na komm. Warum geht das nicht? Die wartet nämlich schon, beziehungsweise hier nehme ich den Roadrunner und fahre kurz zu Brunhilde hin, damit die weiter ernten kann. Denn dann ist die Tabakernte auch bald fertig. Und wir können das nochmal mit dem Roggen ausprobieren. So. Okay. Jo. Ja, man sieht schon, wie sich so der Anhänger füllt. Womöglich muss ich dann mehrmals fahren. Ja, ja. Der ist gleich voll. Aber wenigstens kann der Mähdrescher jetzt weiterarbeiten. Und ich werde dann mal gucken, wo ich das Zeug loswerden kann. Und aber erstmal gucken wir, wo unsere Kohleproduktion ist. Der Knödel. Kohlezeche. Da hinten. Okay. Dann ist es vielleicht... Ja, es ist nicht am besten. Ich dachte schon, es wäre fast am besten hier erstmal unten quer rüber und dann hoch. Aber hier gibt es nichts direkt hoch. Und dieses Schräge ist eigentlich schon die beste Abkürzung. Also fahren wir... Tja, nicht zum Shop, sondern hier bei der Knödel und Jardi entlang zur Kohlezeche. So. Oh. Ja, da bin ich ja fast. Gut. Den Weg zum Trecker renne ich. Wie hier so die verwaisten Fahrzeuge rumstehen. So, am besten wieder... Oh, klein. Mit kleiner Karte. Vielleicht hätte ich besser meinen Lamborghini dafür genommen, weil der 60 Stundenkilometer fährt. Aber wir kommen auch so ans Ziel.
Jo. Ich bin schon sehr gespannt, ob ich mit dem John Deere den Roggen ernten kann. Im Zweifelsfall kaufe ich den Roggen bei der Bäckerei. Das habe ich mir schon eingerichtet, dass das geht. Denn sonst würde es ja gar nicht gehen mit dem Brotbacken. Die Mälzerei. Ach, und Brunhilde ist jetzt fertig. Das ist gut. Vielleicht kriegen wir ja den Rest noch in den Anhänger rein. Das wäre toll. Dann muss ich nicht zweimal fahren, um den Tabak zu verkaufen. Und wir müssen ja auch noch, wie heißen die Dinger? Nicht Leerpaletten, sondern olle Bretter, Abfallbretter zu der Kohlezeche bringen. Und ich habe auch gehört, dass die Kohlezeche nicht funktioniert. Aber ich denke mal, wir sollten es wenigstens probieren. Und wenn sie nicht funktioniert, dann kaufen wir die Kohle halt auch direkt in der Bäckerei. Wie das klingt, wir kaufen die Kohle in der Bäckerei. Also bei der Anlieferung der Bäckereiprodukte sagen wir dann kaufen, wenn es um die Zutaten geht. Ja, was rennst du hier über die Straße im Schleichgang? Ohne links und rechts zu gucken. Naja, da können wir dann wieder mit dem Lamborghini und dem Palettenanhänger und dem Frontlader hin und her fahren. Also erst zum Hof und dann zum Sägewerk, um diese Abfallbretter abzuholen. Kohlezeche heißt das vielleicht wegen dieses schicken Industrieturms. Zeche Asbach. So. Hallo, ich bin hier der Chef und Inhaber des Ladens. Ich
möchte hier rein. Mir gehört hier fast alles. So, Kohleausgabe. Anlieferung, Ausgabe Kohle. Latschen wir hier mal rum. Also, Anlieferung. Anleitung, Zuglager. Die Produkte können mittels Anhängern aus der Produktion entnommen und im Zuglager wieder eingelagert werden, um den Zug damit zu beladen. Aber das will ich ja gar nicht. Ja, damit ich schnell große Mengen transportieren kann. Ich will hier die normale Anlieferung von... Da wird Bretterabfall angeliefert, gut. Und hier? Hackschnitzel habe ich im Angebot. Da poppt was hoch. Produkte, Kohle, Rohstoffe, Abfall, Bretter, Holz. Sind die immer rechts, die Rohstoffe? Naja, ist ja eigentlich auch egal. Kohleausgabe. Das hier betrifft, glaube ich, nur den Zug, wie mir scheint. Dann fahre ich mal da auf diesen Trigger. Oh, und ich habe hier auch noch einen Gespann. Mal gucken, vielleicht hier Abkippseite wechseln. Tja, Abkippseite links wäre eigentlich schon gut. Also hier wollen die meine Hackschnitzel nicht haben. Hier vielleicht? Auch nicht. Und mit dieser Zuggeschichte will ich eigentlich nichts zu tun haben. Ich guck mal, wo hier Trigger sind. Das ist der Tor-Trigger. Da ist ein kleiner Trigger, wo ich eben war. Tja. Ich fahre hier mal durch. Oh, das muss ich jetzt ganz wegmachen, okay. Nee, der will hier auch nichts haben. Ich habe mir immer vorgestellt, dass eine Karte mit vielen Produktionen total toll, interessant und abwechslungsreich ist. Und da habe ich mich auch sehr drauf gefreut bei der Altkirch. Und ich finde auch, der Bauer dieser Karte hat sich extrem viel Arbeit gemacht, um all dieses hier einzubauen. Aber ich habe so das Gefühl, die Hälfte funktioniert nicht. Das finde ich schon sehr, sehr störend. Das haut mir jedes Mal so richtig rein. Ich verliere dann immer komplett die Lust, hier weiterzumachen. War auch schon mit den Hackschnitzeln so. Da habe ich eine gute Woche gebraucht, um mich von zu erholen und um dann mir zu sagen, okay, machst du weiter, wirst eine Lösung finden und
Aber das jetzt hier bei der nächsten Stufe wieder. Ja, wo soll ich denn meine Hackschnitzel abliefern? Entweder ist es nicht, auch er hat es so viel beschriftet, aber die entscheidende Stelle ist mal wieder nicht beschriftet. Und ja, was ich auch jetzt besser nachvollziehen kann, ist als für den LS22, das angekündigt wurde, dass Produktionen kommen. Da waren viele begeistert, ich auch. Ich war voll des Jubels, vor allem halt, weil man dann auch Produktionen für Konsolen machen kann. Und andere haben gesagt, ich will keine Produktion, ich will doch nicht Logistikunternehmen spielen und immer nur hin und her fahren auf der Karte, sondern ich möchte Landwirtschaft betreiben. Und das konnte ich schon nachvollziehen. Mich haben Produktionen hauptsächlich gereizt, so als Hofproduktion. Also weniger so, wie es jetzt im LS22 ist, dass auf der Karte verteilt überall Fabriken sind, die man sich kauft. Und auch weniger so, wie es hier ist. Das sind ja auch überall Fabriken, die man sich kauft. Und dieses Zutaten von hüben nach drüben fahren, macht mir persönlich keinen Spaß. Ich kann das schon verstehen, dass manche, die gerne rumfahren auf der Karte, dass für die das ein ganz großer Spaß ist. Aber ich kann jetzt die besser verstehen, die sagen, ich will keine Produktion. Das sind vielleicht welche, die solche Produktionskarten gespielt haben und sich gesagt haben, oh nee, nicht mit mir. Und ja. Ich selber baue jetzt ja Hofproduktionen. Da ist es dann alles viel dichter beisammen. Da produziert man dann für seinen eigenen Hofladen. Und da freue ich mich auch schon drauf, damit dann auch zu spielen. Und dieses Logistikkonzept, naja, vielleicht finde ich mich da im LS22 noch rein. Aber ich glaube, hier mit dem LS19 hat dieses Logistik-Produktionskonzept mich nicht überzeugt. So, jetzt habe ich genug gejammert, aber wo werde ich meine Hackschnitzel los? Ich schalte hier nochmal die Trigger an und renne hier nochmal rum, ob ich da vielleicht irgendwas finde. Hier sind natürlich Trigger. Aber das hier ist Kohleausgabe, das haben wir ausprobiert. Hier wollte er nicht. Da wollte er nicht. Was ist da? Das ist irgendein Zugträger. Ja. Also schalte ich das wieder aus. Dann brauche ich auch keine Altbretter holen. Ich fahre jetzt noch hier einmal über diese Abladedinger. Und ich gucke hier noch einmal im Menü, das ist die Kohle. Ich meine, gut, da hieß es ja auch, dass die nicht richtig funktioniert. Da war ich ja eigentlich vorgewarnt. Holz, Hackschnitzel. Da finde ich schon inkonsequent, dass das hier als Zutat Holz heißt und eigentlich wollen sie Hackschnitzel haben. Ja. Was mache ich jetzt? Ah, ich habe eine Idee, was ich mit diesen mühsam erworbenen Hackschnitzeln mache. Die schmeiße ich denen jetzt einfach auf den Hof. So. Geht das hier? Jawohl. Jetzt sollen sie sehen, was sie damit machen können. So. Ja, alles muss raus, alles muss raus.
Muss ich weiterfahren, damit du mehr ausladen kannst? Ah ja, gut, ist in Ordnung. So. In Frankreich ist es schließlich üblich, dass die Bauern irgendwas irgendwo hinkippen. Also meistens wird dann irgendwie Mist vor Regierungssitze gekippt oder so. Und ich kipp halt jetzt Hackschnitzel in meine, vor meine eigene Kohlezeche. So. Pa. Immerhin habe ich mich bemüht. Ich guck mal, ob es eine Abkürzung gibt. So. Ja, fahren wir mal hier lang. Ich nehme mal an, dass es in der Version 2 von dieser Altkirchkarte, dass da die ganzen Sachen funktionieren. Weil das ist ja nicht die letzte Version. Insofern sollte ich da mit meinem Urteil auch ein wenig zurückhaltend sein. Und vor allem sollte ich selber draus lernen. Zu mir wäre es hier jetzt sehr viel lieber gewesen, wenn nur die Hälfte der Produktionen drin gewesen wären und die funktionieren. Und das ist was, das sollte ich mir merken. Ich will nämlich auch oft viel, viel, viel machen. Und dann ist es so viel Arbeit, dass ich halt für die einzelnen Sachen gar nicht so viel Zeit mehr habe. Insofern könnte mir das durchaus auch passieren, dass ich irgendwie einen riesengroßen Mod oder eine Karte mache mit vielen, vielen, vielen tollen Sachen. Und ja, dann ist aber nicht alles voll ausgereift. Und dafür kann ich dieser Altkirchkarte wirklich sehr dankbar sein, weil mir das die Augen für diese Problematik geöffnet hat. So, dann kümmern wir uns jetzt mal um die Tabakernte und gucken, wie das mit dem Roggen ist. Und fahren dann gegebenenfalls nochmal zur Bäckerei, wenn da noch Zeit für ist. So, stellen wir uns einfach mal hierher und jawohl, da ist gar nicht mehr so viel drin, mal gucken. Zur Not packen wir den Rest in unser Silo. Ja, passt nicht alles rein. Okay. Ich hoffe, dass unser Silo Tabak annimmt.
sicher. Der Hopfen ist jetzt ja nun mal sehr weit weg von realen Hopfenfeldern. Aber sie wollten halt gerne, dass man Hopfen anbauen kann, damit man Bier brauen kann. Ist schon nachvollziehbar. Ah, kann man das einklappen, das Schneidwerk? Ja, wunderbar, wunderbar. So. Und jetzt fahren wir mal zu unserem. Obwohl, ne, ich hüpfe lieber erstmal raus und gucke an der Anschlagtafel, ob wir Lagerplatz für Tabak haben. So. Torf. Torf sogar. Tabak, ja, das ist gut. Gucken wir mal hier. Da nicht. Okay, dann beginnt jetzt wieder die Suche. Wo kann ich meinen Tabak einlagern? Hier ist ja mehr so... Oh. Okay. Gut. Beim Gras. Warum nicht? Naja, passt schon zusammen. Wobei damit eher andere Grasarten gemeint sind, die da zusammenpassen zum Tabak. Und es ist ja irgendwie auch ein, sagen wir mal, blättriges Material. Oh ja, ja, er lädt aus, das ist gut. Man sieht es zwar nicht, aber da unten an der Zahl, da kann man es erkennen. Sehr gut, wunderbar. So. Und jetzt drückt mal den Daumen, dass wir hier mit Roggen ernten können. So, anschalten. Wir können ihn abschneiden, das funktioniert sehr gut, aber es kommt einfach kein Roggen an. Okay. Ja, also liegt es nicht am Mähdrescher. Dann würde ich sagen, wir hüpfen jetzt in unsere Bäckerei. So. Und suchen die Global Company Schaltstelle vielleicht hier. Jawohl. Okay, also es ist uns gelungen,
Leerpaletten abzuliefern und wir haben doch auch Dinkelmehl abgeliefert. Oder? Roggenmehl, Dinkelmehl. Da, Dinkelmehl haben wir abgeliefert. Okay. Roggen, da kaufen wir jetzt was. Ja, brauchen wir schon 20.000 Liter, damit das zum Dinkelmehl passt. So. Gut. Ja, will ich kaufen. Und wir kaufen Kohle. So. Huch, nein. Das muss man anders machen. Das habe ich übrigens extra in die Karte eingebaut. Und danke an Birgit für den Tipp, wie man das machen kann. Also die Tatsache, dass man hier das Zeug kaufen kann. So, Leerpaletten haben wir. Okay, dann können wir das jetzt ja starten. Es hat gestartet. Dinkelbrot, nein, Dinkelbrot wird jetzt produziert. Na, da sind wir aber froh. Das heißt, dann können wir möglicherweise morgen schon auf Dinkelbrot zugreifen und das dann zusammen mit, gucken wir mal, mit was? Fischfuttermixer. Ich glaube, da brauchen wir noch Mais. Wasser brauchen wir. Ja, Maiskörner. Na, ich denke mal, bis morgen ist der Mais reif. Dann ernten wir Mais. Das müssten wir ja hinkriegen. Dann können wir Fischfutter machen. Und dann können wir endlich unsere Fische züchten. Okay. Gut. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.